Liebe Schwestern, liebe Brüder, Freiheit und Bindung. Zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns unser ganzes Leben lang. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Eine sehr drastische und anschauliche Geschichte dazu liefert uns die Berufung des Elisha durch den Propheten Elia. Wir haben in der ersten Lesung davon gehört. Konsequent und kompromisslos gibt Elisha sein Leben auf, so konsequent, dass er sogar seine beiden Rinder schlachtet und die Joche verbrennt, mit denen er bislang seinen Lebensunterhalt erwirtschaftet hatte. Die Geborgenheit im bisherigen Leben wird mit der Geborgenheit des Prophetenmantels getauscht. Eine neue Freiheit, die auch eine neue Bindung beinhaltet. Und Ähnliches wiederholt sich dann ja im Evangelium. Wer sich von Christus in die Nachfolge rufen lässt, begibt sich aus seiner bisherigen Komfortzone. Er lässt sich auf eine neue Bindung ein, ja mit unerhörten Freiheiten für ein Leben aus dem Glauben, aus einer gelebten Liebe heraus. Und deshalb kann Paulus im Galaterbrief formulieren, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Doch was ist aus dieser Berufung zur Freiheit mit Jesus Christus geworden? Die öffentliche Diskussion über Kirche und über Personen in dieser Kirche hat schon längst nicht mehr diesen Freiheitsgedanken, diesen Berufungsgedanken zum Inhalt. Ständig werden Zwänge thematisiert, Zwänge zum Zölibat, Zwänge, die ein wie immer gearteter Klerikalismus hervorruft, Zwänge von Abhängigkeiten, Zwänge von Ausschluss, Zwänge von Machtmissbrauch. Und auch innerkirchlich werden Forderungen erhoben, die die Abschaffung dieser Zwänge aufgreifen. Auch heute haben sich wieder nicht wenige auf den Weg gemacht, im Anschluss an diesen Weihegottesdienst darauf hinzuweisen. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass in dieser Kirche erst dann wieder Glauben in Freiheit möglich ist, wenn all diese Zwänge überwunden seien. Meines Erachtens weit gefehlt. So manche Forderung, die Macht in dieser Kirche zu brechen, erweckt den Anschein, selbst Anteil an dieser sogenannten Macht erhalten zu wollen. Geht es dann um die Fortführung der Zwänge, aber nur unter anderen Vorzeichen? Daran mag die Situation im Evangelium erinnern, als die Jünger erkennen mussten, nicht überall auf offene Ohren und Herzen mit ihrer Botschaft zu stoßen. Und der menschliche Frust über das Nicht-Erreichte soll gleich wettgemacht werden mit Feuer vom Himmel. Die Zurechtweisung Jesu lässt nicht lange auf sich warten. Ihm geht es um einen entschiedenen, nicht aber um einen erzwungenen Umgang von Bindung und Freiheit. Die Berufung eines Elisha, wie auch die Art und Weise, wie Jesus mit Berufung umgeht, macht noch einmal deutlich, was den Wesenskern einer Berufung ausmacht. Und dazu gehört das innere Geheimnis zwischen dem, der ruft, und dem, an den der Ruf ergeht. Es geht nie darum, eigene Vorstellungen zu erstreiten oder Bedingungen zu stellen. Selbst wenn sich jemand berufen fühlt, muss das noch lange nicht heißen, wirklich berufen zu sein. Die Berufung ist zu prüfen. Sie wird letztlich von dem angenommen, bestätigt, von dem der Ruf ausgeht. Ein Auftrag, der bis heute denjenigen zukommt, die im Auftrag Jesu und in seiner Vollmacht unterwegs sind. Im Evangelium wird von solchen Berufungsgeschichten berichtet. Und Voraussetzung ist stets die grundlegende Bereitschaft zur Nachfolge. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und die Antwort Jesu: Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir Kleriker haben zwar mittlerweile unsere Orte, wo wir unser Haupt hinlegen können,
Aber im übertragenen Sinne rauben manchmal dann doch die Sorgen um unsere Gemeinden, um die Kirche, um Menschen und Einzelschicksale den Schlaf. Eine innere Unruhe und Rastlosigkeit der Gedanken mag als Konsequenz durchaus so verstanden werden, keinen Ort zu haben, wo man sein Haupt hinlegen kann. Die Berufung eines zweiten Mannes wird von Christus sofort angenommen. Folge mir nach! Und dann kommen die Ausreden dessen, der sich dem Ruf nicht stellen mag. Aber warum ist Jesus so hart? Den Vater begraben, eine doch so wichtige und so menschliche, ja berührende Angelegenheit. Und doch die Aussage Jesu lässt keinen Zweifel darüber, dass er der Verkündigung seiner Botschaft mehr Gewicht einräumt. Tote begraben, gewiss ein Werk der Barmherzigkeit. Seine Botschaft jedoch zu verkünden, dient dem Leben, dient den Lebendigen und hat damit Vorrang. Auch bei der dritten Berufungsvariante geht es ums Abschiednehmen von den Lieben zu Hause. Und nochmals der Hinweis Jesu, zurückblicken gibt es nicht. Gerade Furchen sind ins Auge zu fassen. Diese Welt ist mit der Botschaft Jesu umzupflügen, die Saat auszubringen. Das Tagewerk, der Acker liegt vor dem Pflug und nicht dahinter. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir tun gut daran, als Verantwortliche wie Gläubige in unserer Kirche uns dieser Radikalität der Botschaft Jesu immer wieder neu zu stellen, uns damit auseinanderzusetzen, um die Nachfolge Jesu nicht zu verharmlosen. Es geht nicht um unser Wünschen und Wollen, sondern allein um die Hingabe an ihn. Und nur in dieser radikalen Verwiesenheit auf Christus ist diese Nachfolge lebbar, inklusive auch ein zölibatäres Leben. Wer es fassen kann, der fasse es, heißt es im Matthäus-Evangelium. Diese gelebte Radikalität bedeutet hinsichtlich unseres konkreten Lebens in einer Welt, in der wir uns auch behaglich einrichten können, unsere Komfortzone eben immer wieder zu verlassen zu müssen. Und damit den Ängsten, der Wut und dem Ärger, der Frustration und nicht erfüllter Wünsche ausgesetzt zu sein und zu wissen, dass dies zum Leben, zum eigenen Leben wie auch zum Leben anderer gehört. Aber es kann nicht darum gehen, sich davon abhängig zu machen. Nicht das Aufreiben am Negativen ist das Ziel eines christlichen Lebens, sondern die Rückbindung an Christus, ein Leben in Hingabe an ihn. Und allein diese Haltung hat auch die Gestalt unserer Kirche zu prägen, die Gestalt von uns Gläubigen, von uns Klerikern, allemal. Und du, lieber Christian, bist aufs Neue bereit, dich dieser Herausforderung zu stellen. Nicht mehr nur als Diakon, als Priester, sondern jetzt als Bischof, als Nachfolger der Apostel. Du hast auf die Aufforderung Jesu, folge mir nach, mit Ja geantwortet. Du hast deine Bedenken, warum gerade ich, zurückgestellt, ebenso deine persönlichen Wünsche. Du hast dich bislang an die verschiedenen Stellen rufen und auch wieder wegrufen lassen. Du legst die Hand an den Pflug und weißt dich allein von dem getragen, der den Pflug zieht, um seine Saat auszubringen. Du bist bereit, dich in Anlehnung an die Worte des Paulus im Galaterbrief vom Geist Gottes leiten zu lassen. Um was es dir bei all deiner Arbeit geht, bringst du auch in deinem bischöflichen Leitwort zum Ausdruck. Adveniat regnum tuum, dein Reich komme. Es sind Worte aus dem Matthäus-Evangelium bzw. auch Lukas-Evangelium, als Jesus die Jünger beten gelehrt hat. Es geht um das große Gebet, um das Vaterunser. Können wir denn mehr wollen, als um die Erfüllung dieser Bitte zu beten? Wenn Gottes Reich anbricht, wenn es um die Verwirklichung seines Reiches geht, geht es schlicht und einfach um die gelebte Liebe. Sie sollte Maßstab sein für unser Leben. Sollte. Dass dies nicht immer der Fall ist, darauf verweist uns die eigene Lebensführung,
Darauf verweist uns unser Umfeld, darauf verweist uns eine Welt und auch eine Kirche in dieser Welt, die allzu oft sich nur über das Negative, über das Nicht-Erreichte, über Sünde und Schuld definiert. Anstatt auch auf das zu blicken, wo sich dieses Reich Gottes bereits verwirklicht, wo es zu wachsen beginnt, wo diese göttliche Liebe einfach gelebt wird und damit Wirkung zeigt. Lieber Christian, es wird zu deiner Aufgabe als Brückenbauer gehören, diese Brücke zu schlagen. Mit der Frohbotschaft Jesu die Brücke zu bauen aus einer oft negativ erlebten und beschriebenen Welt und Kirche, aus von Schuld und Sünde geprägten Situationen in eine Welt und Kirche, die es schafft, mit diesem Negativen fertig zu werden, weil sie doch den in der Mitte hat, der Tod und Teufel besiegt hat, ein für allemal. Du darfst mitbauen an einem Reich, das uns auf der anderen Seite der Brücke erwartet. Ein Reich, das geprägt ist von Liebe und Hingabe, das geprägt ist von Sehnsucht nach einem geglückten und erfüllten Leben. Und dieses Reich beginnt ja schon für denjenigen, der es wagt, den ersten Schritt auf diese Brücke zu setzen. Du hast, um im Bild der Prophetenberufung zu bleiben, deine Rinder und dein Joch darangegeben und dich für den Prophetenmantel entschieden. Du gibst die vorhergehende Bindung in Freiheit auf, um eine neue Freiheit in Christus zu gewinnen, für sein Reich zu wirken, um dich so neu binden zu lassen. In dieser Hingabe an Christus, eingebunden in ein Bischofskollegium und in Einheit mit dem Nachfolger Petri, der deine Berufung bestätigt und angenommen hat, wird es dir möglich sein, Gottes Wort treu zu verkünden, die Sakramente zu spenden und Diener derer zu sein, die auf deine Hilfe warten und hoffen. Die Bindung an Christus wird dir eine Freiheit im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe ermöglichen. Trotz mancher äußerer Umstände, die manchmal eher Fesseln gleichen und in die wir als Menschen eingebunden sind, ob in Kirche oder Welt. Denn nach wie vor ist es Herr Christus, der diese seine Kirche lenkt und leitet und die Zukunft seiner Botschaft und seiner Kirche sichert. In dieser Bindung an Christus wird auch die Kirche von heute und morgen ihre Freiheit leben können, ihrem Auftrag nachkommen können, Christus als den Herrn von Zeit und Ewigkeit zu bezeugen. Ja, so möge sein Reich kommen. Und für dich, lieber Christian, gilt jetzt der letzte Satz der ersten Lesung mit einer Variante. Dann stand er auf, folgte Elia. Oder sagen wir nun besser, dann stand er auf, folgte Christus und trat in seinen Dienst. Dir, lieber Christian, Gottes Kraft und Segen für dein bischöfliches Wirken.